Könnte ich fast überlegen, ob ich mir dann noch irgendwo Gewächshäuser hinstelle. Hühner haben wir ja inzwischen. Hühner haben wir viel zu früh gekauft, aber sie produzieren so langsam, ja. Ist ja gar nicht so schlecht. Wenn ich mir jetzt noch irgendwo. Ach so, ich brauche ja dann Wasser, ne? Und Wasser muss ich auch erst herstellen. Oder wie ist das hier? Ich weiß gar nicht, wie weit Malonation und Echtod hier die Wasserproduktion schon eingebaut haben. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge auf der Grünfelder Land im Landwirtschaftssimulator 22. Ich habe hier schon mal drei Düngeaufträge aktiviert und wir schauen einfach mal, hier gibt es noch mehr. Also wir könnten noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Und wir schauen einfach mal, wie weit uns jetzt der Düngestreuer reicht, beziehungsweise der Mineraldünger, den wir geladen haben. Und dann sehen wir weiter, ob das noch mehr wird oder ob wir nochmal nachtanken müssen. Also mehr wird es natürlich nicht, aber vielleicht müssen wir nochmal nachtanken. Das sehen wir aber dann. Hier war mal eine Feldzufahrt, die gibt es nicht mehr. Schade. Dann fahre ich einfach mal weiter. Da ist die aktuelle Feldzufahrt. Gut, wir werden die Düngeaufträge nacheinander abarbeiten und schauen, dass wir so in Richtung Hof kommen. Das macht am meisten Sinn. So haben wir den Weg zum Hof auch sinnvoll genutzt. Ich glaube, ich kann noch ein bisschen weiter in die Mitte fahren. Das Feld ist zum Glück noch nicht so hoch gewachsen, sodass man relativ gut sieht, wo der Dünger schon gelandet ist. Das ist von Vorteil, das lobe ich mir. Aber man sieht es halt einer dunkleren Textur. Oft bei den Feldern, die höher gewachsen sind, da sieht man es halt nicht. Da muss man, ja, per Zufall fahren sozusagen. Das mag ich gar nicht. Weil ich möchte eigentlich so wenig Dünger wie möglich auch verschwenden. Sondern ich hoffe immer die, oder probiere immer, wenn es geht, die maximale Arbeitsbreite auszunutzen. Einmal haben wir erledigt, 40% haben wir schon. Das ist schon mal schön. Dann haben wir gleich 50% und dann sind wir auch bald fertig. Also das geht relativ flott hier. Zum Glück habe ich mir diesen Düngestreuer gekauft und nicht den Bredal. Ganz ehrlich, also hätte ich mir den Bredal gekauft, klar hätten wir auch noch gleichzeitig oder auch noch die Möglichkeit auf Kalk gehabt. Aber die Arbeitsbreite hier, die möchte ich nicht mehr missen. Die ist einfach zu gut. Naja, ich mache jetzt hier mal das Feld fertig und wahrscheinlich mache ich dann direkt das nächste auch noch und dann hören wir uns wieder. Bis gleich. Thank you.
Feld 57 und 59 sind abgeschlossen, aber ich werde für Feld 69 zu viel Dünger brauchen, deshalb nehme ich jetzt noch die 70 an. Ach so, Moment, ich muss die erst abschließen. 70, weil das gibt weniger Geld, heißt, es ist auch weniger Fläche. Und dann müsste man halt nochmal Dünger nachkaufen, aber das passt dann auch. Das müsste sich ausgehen, dass wir das Feld fertig kriegen, dann nochmal Dünger nachkaufen und dann nochmal ein, zwei andere Felder vielleicht düngen. Oder ich gebe den 69er Auftrag zurück. Wir haben jetzt gut 20.000 Euro wieder auf der hohen Kante. Das ist schon mal schön. Düngeaufträge sind einfach sehr, sehr, sehr lukrativ. Also Dünger, schmeckt. Könnte ich fast überlegen, ob ich mir dann noch irgendwo Gewächshäuser hinstelle. Hühner haben wir ja inzwischen. Hühner haben wir viel zu früh gekauft, aber sie produzieren so langsam, ja. Ist ja gar nicht so schlecht. Wenn ich mir jetzt noch irgendwo. Ach so, ich brauche ja dann Wasser, ne? Und Wasser muss ich auch erst herstellen. Oder wie ist das hier? Ich weiß gar nicht, wie weit Manu Nation und Echtod hier die Wasserproduktion schon eingebaut haben. Was man dafür braucht. Vor allem kostet die ja auch Geld. Also ich muss ja dann auch die Produktion erstmal kaufen. Also ich muss ein bisschen aufpassen mit dem Dünger. Ich darf nicht zu viel verschwenden, weil wir sind schon bei 50% und haben auch schon die Hälfte vom Dünger jetzt verbraucht. Sonst wird es auch nichts mit diesem Feld. Und das wäre ärgerlich. Prozent und noch 30 Liter Dünger. Ah, fertig. Das war knapp. Knapp, aber es hat gereicht. So, ich werde jetzt tatsächlich, ich habe es mir gerade überlegt, den einen Auftrag abbrechen. Den wird man nicht machen. Sondern ich fahre jetzt dann zum Shop, füll den Düngestreuer wieder auf. Also den hier abbrechen. Fehlgeschlagen, ja klar. Abschließen und den auch abschließen. Und dann haben wir 29.700 Euro. Das ist fein. Jetzt holen wir uns einen neuen Dünger, fahren an den Hof, kärchern endlich mal unseren Drecker. Und dann gucken wir mal, was wir noch machen können. Vielleicht platziere ich mir wirklich ein, zwei Gewächshäuser. Aber wie gesagt, die Frage ist, wo kriege ich Wasser her? Ich könnte mir einen Wassertank platzieren. Dann muss ich halt erstmal fürs Wasser zahlen. Aber naja, ist halt dann so. Ich finde, die Lenkung ist hier ein bisschen aggressiver geworden im LS22, wenn ich hier mit Tastatur spiele. Und das tue ich ja, weil mein Lenkrad nicht mehr will. Dann finde ich das ein bisschen aggressiver.
da muss man sich richtig konzentrieren, dass man nicht irgendwo wiederfährt und dann stecken bleibt. Nee, Quatsch. Er muss schon ein bisschen aufpassen hier. Mit der Geschwindigkeit durchs Dorf. Nein, so schnell ist es nicht. 57. Das war zu schnell, definitiv. Gibt schon ordentlich Gas, der Marcel Ferguson. Hier fahren schon wieder die Sportwagen rum. Uiuiui, Bodenwelle. So, einmal Dünger bitte. Drei Stück brauchen wir. Haben wir inzwischen gelernt. Ups, nee, nicht. So, aufmachen. Nicht einfach hier Dünger verschwenden. Ich bin wieder bei meinem Hof angekommen. Düngestreuer abstellen. Brauchen wir erstmal nicht. Dann schaue ich mal kurz rüber zu den Hühnern, ob die schon was produziert haben. Müssen die erst erwachsen werden? Produktivität 80%. Bin ich mal gespannt, ob die heute Nacht dann was produzieren. Bin ich mal gespannt. So, ich schaue mir jetzt mal kurz an, was hier Produktion Gewächshäuser bräuchten, beziehungsweise wo ich überhaupt eins hinstellen. Ah, wobei, die sind klein. Da könnte man auf jeden Fall eins, zwei hinstellen. Eins, zwei würden gehen. Dann brauchen wir noch einen Wasserfass. Da habe ich ja hier ein eigenes. Ich habe mir das Zunhammer ULT 30 habe ich mir umgebaut. Das ist jetzt bei mir ein Wassertransporter mit 30.000 Litern. Das ist ganz schick. Was brauche ich noch? Ich brauche noch irgendwas. Wassertransporter, wollte ich gucken. Ich glaube, das ist bei Tierhaltung mit drin, genau. Ah, guck mal hier. Die haben schon die Wasserfässer reingemacht für GFL. Weil wir haben ja hier viel mehr Items, die da rein sollen. Milch, Flüssigdünger, Herbizide, Diesel, Gülle, Essigsäure, glaube ich. Urea. Was ist das? Frischwasser, Brauchwasser? Nicht Trinkwasser, Trinkwasser. Irgendwie so. Okay. Soll ich mir jetzt tatsächlich ein Gewächshaus hinstellen? Es ist halt Einkommen, was reinkommt. Trotz allem, auch wenn es Geld kostet, wir stellen uns ein Gewächshaus hin. Zack. Ah, stimmt. Ja. Bauen. Container. Wassertank brauchen wir auch noch. Zack. Gut, dann brauchen wir noch. Jetzt muss ich dran denken. Warte mal. Wir brauchen noch gleich das Schneidwerk. Oder beziehungsweise in der nächsten Folge. 53.000, was kostet denn das in der Miete? 2.700. Und das andere, das wäre deutlich günstiger. 1.600, 2.700. Naja, komm, damit das Zeug schnell runterkommt.
Oh, das soll ich aber tatsächlich jetzt schon mieten. Ich miete das jetzt schon, weil wenn ich mir jetzt noch den Anhänger kaufe und dann heute Nacht Kosten abgezogen werden. Ja, 6000 Liter ist gut. Felgenfarbe. Schwarz. Kaufen. Dann gehen wir jetzt mal schlafen. 8 Uhr. Gute Zeit. Schauen gleich nochmal bei den Eiern vorbei. Beziehungsweise bei den Hühnern. Und dann bin ich gespannt. Seht ihr? Minus 6000 Euro. Das ist genau das, worauf ich hinaus wollte, weshalb ich jetzt gestern Abend schon. Ja, da steht eine Palette Eier rum. Ich sehe schon. Hier fängt an. 47 Eier. Na dann. Hier müssen wir auch noch schnell was einstellen. Rein da. Und zwar Direktverkauf. Ich möchte direkt verkaufen. Ich weiß, es bringt ein bisschen weniger Geld, aber sich darum zu kümmern und die Paletten dann immer zu verladen, das ist einfach mühselig. So, in diesem Sinne, da steht unser Wassertank. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut in der nächsten Folge wieder rein, dann geht's an die Sonnenblumen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.